Wenn wir mal ignorieren, dass das Sony Xperia One relativ spät und eigentlich auch fast erst im zweiten Halbjahr auf den Markt kam, dann ist das Samsung Galaxy Note 10 Plus das erste richtige neue Flaggschiff für das Weihnachtsgeschäft 2019. Samsung hat den Note-Marktstart in den letzten Jahren immer weiter vorverlegt. Mittlerweile werden die Geräte schon Anfang August angekündigt und ich habe mir das Note 10 Plus, also das High-End-Modell, nicht in der 5G-Version, sondern die normale Version, in den letzten Tagen mal etwas genauer angeschaut und möchte euch in diesem Video mein persönliches Fazit zum Gerät liefern. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Die Spezifikation werde ich mir in diesem Video sparen oder zumindest möchte ich jetzt hier nicht minutenlang darüber sprechen und damit das Video füllen. Ich blende euch jetzt einfach mal kurz das Backsheet ein, da könnt ihr euch anschauen, was unter der Haube steckt. Aber ich glaube, die meisten, die dieses Video schauen werden, werden wissen, was sie beim Galaxy Note 10 Plus erwartet. Ich möchte auf die Alltagserfahrungen von mir persönlich eingehen und ich habe mir zunächst 10 Stichpunkte rausgesucht, über die ich kurz sprechen möchte. Und dann gibt es zum Abschluss wie immer noch ein persönliches von mir rein subjektives Fazit. Fangen wir mit den Stichpunkten an und da ist mir persönlich als erstes aufgefallen, dass Samsung das Design vom Galaxy S10 Plus nochmal weiter verfeinert oder ein bisschen verändert hat. Es ist ein bisschen markanter, ein bisschen eckiger und das Loch im Display ist jetzt in die Mitte gewandert. Außerdem gibt es jetzt nur noch eine Frontkamera. Ich persönlich finde, das sieht doch nochmal ein kleines bisschen moderner, gefällt mir persönlich ein kleines bisschen besser. Optisch unterscheiden sich die beiden jetzt nicht gravierend, aber ich persönlich würde das Note dann sogar tatsächlich dem Galaxy S-Modell vorziehen. Das Display ist wieder hervorragend geworden. Ich finde aber auch jetzt, dass der Unterschied zum S10 ebenfalls nicht besonders groß ist und muss auch gestehen, dass ich ehrlich gesagt erwartet hätte, dass wir jetzt 90 oder vielleicht sogar schon 120 Hertz sehen werden, denn das ist mit den OLED-Displays von Samsung möglich. Das hat man ja bei OnePlus gesehen. Das 7 Pro ist mit einem 90-Hertz-Display ausgestattet. Und Asus hat ein Modell mit 120 Hertz vorgestellt. Ich vermute aber einfach, dass Samsung diese Displays noch nicht in dieser großen Stückzahl produzieren kann, dass man das Note damit ausstattet. Finde ich persönlich ein bisschen schade, denn das hätte dem Display wirklich nochmal diesen extra Bonus und es wirklich zum besten Display auf dem Markt gemacht. Es ist ein sehr gutes, sehr helles Display, schöne Blickwinkel, QHD. Es ist alles vorhanden, nur wie gesagt, 90 oder 120 Hertz hätten noch so ein bisschen dieses Paket abgerundet. Die Performance finde ich persönlich gelungen. Also da habe ich jetzt aber auch ehrlich gesagt keinen Unterschied zum S10 festgestellt, obwohl ja ein neuer und verbesserter Exynos-Prozessor unter der Haube steckt. Aber ich glaube, bei der Performance muss man sich in der heutigen Zeit auch keine großen Gedanken mehr machen. Bei der Software, muss ich sagen, hat sich, das habe ich ja schon beim S10-Review erwähnt, viel getan bei Samsung. Wer sich noch an TouchWiz erinnert, das fand ich immer furchtbar. Die Samsung Experience war dann okay, aber mit One UI und jetzt auch Android 9 finde ich das ehrlich gesagt recht angenehm. Und nutze ich, also ein pures Android würde ich immer noch bevorzugen, aber finde ich sonst ganz nett. Das Einzige, was ich ehrlich gesagt vermisse, ist, dass man es nicht einfach um ein, zwei Wochen nach hinten verschoben und dann direkt mit Android 10 ausgeliefert hat. Ich hoffe, dass das große Update jetzt relativ zeitnah kommt. Bei der Kamera muss ich sagen, sehr gutes Gesamtpaket aus einer Quad-Kamera. Also wir haben eine normale Kamera, die Bilder macht. Wir haben eine Zoom-Kamera eine Telefotokamera und wir haben auch noch eine Weitwinkelkamera und als vierte Kamera sozusagen eine Time-of-Flight-Kamera, die den Abstand zu Dingen messen kann. Das ist ein sehr, sehr rundes und gutes Gesamtpaket. Aber auch da muss ich sagen, im Alltag macht das Note natürlich sehr gute Bilder, aber bei Zoom und bei Nachtaufnahmen muss ich feststellen, dass die Konkurrenz immer noch einen kleinen Schritt voraus ist. Zum Beispiel Huawei mit dem Nachtmodus oder auch das Google Pixel, welches bessere Bilder bei schlechtem Licht macht. Das P30 Pro, welches bei Zoom-Aufnahmen ein bisschen besser ist, da hätte ich vielleicht vom Note ein kleines bisschen mehr erwartet. Das trifft auch auf die Akkulaufzeit zu, die ist gut. Ich habe gehört, dass sie beim kleinen Modell nicht so gut ist. Darauf werde ich aber dann vielleicht nochmal in einem separaten Video eingehen. Aber mit dem großen Modell kommt man sehr gut über den Tag. Ich muss aber auch sagen, dass Huawei aus etwas weniger Akku, also Huawei hat im P30 Pro 4200 mAh und Samsung 4300 mAh im Note verbaut, ein bisschen weniger aus dem Gerät herausholt. Das ist jetzt kein großer Unterschied. Vielleicht geht Huawei auch einfach etwas aggressiver beim Schließen von Apps zu. Aber bei mir im Alltag ist es so, dass ich mit einem
Mate-Flaggschiff oder mit dem P-Flaggschiff in Huawei einfach nochmal ein kleines bisschen länger auskomme. Und die Note-Reihe war ja vor dem Note 7 Debakel so für die Akkulaufzeit bekannt. Das ist jetzt meiner Meinung nach nicht mehr unbedingt. Aber man bekommt eine solide Akkulaufzeit, wenn man aber auch bedenkt, dass man dafür halt auch ein sehr, sehr großes Modell bekommt. Kleinigkeiten, die mir noch aufgefallen sind, sind der neue Vibrationsmotor, der jetzt deutlich feiner ist und der jetzt auch, sage ich mal, er ist nicht auf dem Level von der Taptic Engine eines iPhones, aber ich würde ihn auch vergleichen mit dem Vibrationsmotor im Google Pixel 3. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Es ist so ein Feature, welches, glaube ich, vielen gar nicht mal so wichtig ist. Ich persönlich finde das ganz angenehm. Bei den meisten Android-Smartphones, die vibrieren doch schon ziemlich stark in der Hand. Und da finde ich es ganz angenehm, wenn man einen etwas feineren Vibrationsmotor bekommt. Was mir allerdings wieder nicht so gut gefallen hat, und das habe ich auch beim S10 Review erwähnt, ist der Fingerabdrucksensor unter dem Display. Er ist sicherer dank Ultrasonic-Technologie, aber er ist einfach langsamer als bei anderen Herstellern und er ist bei mir, führt es auch zu viel mehr Fehleingaben. Bedenkt man jetzt noch, dass auch kein 3D-Gesichtsscanner eingebaut ist, da bin ich so ein bisschen mit den Entsperrmethoden im Note 10 enttäuscht, muss ich sagen. Das war ich auch schon im S10 Plus und hätte mir da vielleicht eher gewünscht, dass man sagt, man geht dann doch auf den klassischen Fingerabdrucksensor unter dem Display. Der ist vielleicht nicht so sicher, aber wenn ich das zum Beispiel mal mit OnePlus vergleiche, deutlich langsamer und das finde ich persönlich schade. Sicherheit ist eine schöne Sache, aber die Ultrasonic-Technologie hat sich im letzten Halbjahr leider nicht verbessert. Zwei Dinge zum Abschluss. Einmal, das Gesamtpaket ist bei Samsung, ich finde, seit dem S7 wirklich gelungen und rund. Stereo-Lautsprecher, IP-Zertifizierung, Qi, da ist so ziemlich alles vorhanden, was man sich in einem aktuellen Smartphone wünscht und Samsung verzichtet hier auf kein Feature im Gegensatz zu manch anderen Konkurrenten. Was allerdings fehlt in diesem Jahr ist der 3,5 mm Anschluss, den haben andere Hersteller ja schon früher entfernt, aber da muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich höre seit 5 oder 6, wenn nicht sogar noch länger, Jahren nur noch über Bluetooth meine Musik unterwegs und mag auch gar kein Kabel mehr da als Verbindung zwischen Smartphone und Kopfhörern haben. Von daher ist das etwas, was mich persönlich nicht stört. Als Apple anfing, diesen Anschluss vom iPhone 7 zu entfernen, war mir das schon herzlich egal, da ich nur noch Bluetooth-Kopfhörer hatte. Und das trifft auch im Jahr 2019, wo es mittlerweile wirklich viele komplett kabellose und gute Modelle gibt. Zu mir persönlich ist das egal. Ich weiß, es ist ein Kritikpunkt. Vielen wird das nicht gefallen, dass dieser Anschluss fehlt. Deswegen wollte ich es hier mal kurz erwähnt haben. Ich persönlich finde aber einfach, dass man sich ein gutes Paar kabellose Kopfhörer zulegen kann und dass dieser Kritikpunkt damit dann eigentlich eher nebensächlich ist. Der letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist der S Pen. Ja, es ist das Hauptfeature von einer Note-Reihe und man kann mit dem S Pen wie immer auf dem Display zeichnen, man kann Dinge aufschreiben. Was ich auch persönlich sehr praktisch finde, ist, dass wenn das Gerät im Standby-Modus ist und man den Stift aus dem Display, aus dem Gehäuse zieht und etwas auf das Display schreibt, dann wird das als Notiz gespeichert. Das ist sehr, sehr praktisch. Man muss es nicht erst entsperren und so weiter. Aber ich muss dann auch einfach sagen, im Alltag, bei einem Tablet nutze ich einen Stift ganz gerne, das ist ganz praktisch. Aber bei einem Smartphone bin ich persönlich einfach kein Stiftnutzer. Ich schreibe nicht auf dem Display. Ich finde, die Displays sind dann ein bisschen zu klein, um zu malen oder um auch größere Dinge zu zeichnen und würde dann immer zu einem Tablet greifen. Ich weiß, es ist ein Alleinstellungsfeature, aber bei mir ist es bei Note-Modellen immer ein bisschen so, dass ich den Stift in den ersten 1-2 Tagen ausprobiere, schaue, was sind die neuen Features. Man kann ja auch seit dem letzten Note zum Beispiel ein Foto auslösen, da es eine Bluetooth-Verbindung gibt, wenn das Gerät weiter weg steht. Es sind alles nette Features, aber es ist nichts jetzt dabei, wo ich sagen würde, okay, ich finde den Stift so praktisch, dass ich unbedingt auf diesen zugreifen würde. Das sei an dieser Stelle nur erwähnt. Wenn ihr S Pen-Nutzer seid, dann ist das Note-Modell natürlich das Smartphone eurer Wahl. Bevor das Video den Rahmen sprengt, möchte ich zu meinem Fazit kommen und ich versuche mich kurz zu halten. Müsste ich es in 1-2 Worten festhalten, würde ich sagen, langweilig, gut. Es ist, Samsung traut sich meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig. Was ich damit meine, ist, das Gesamtpaket ist weiterhin sehr gut. Man bekommt eines der besten Displays, man bekommt eine sehr gute Akkulaufzeit, man bekommt eine sehr gute Kamera, man bekommt in allen Bereichen ein sehr gutes Ergebnis. Aber man bekommt in keinem Bereich meiner Meinung nach das beste Ergebnis.
Ergebnis. Also man bekommt für mich persönlich nicht das beste Display, denn dazu fehlen mir zum Beispiel 90 Hertz. Man bekommt nicht die beste Kamera, denn andere Hersteller bieten bessere Bilder bei schlechtem Licht. Das sind so Kleinigkeiten und dann denkt man darüber nach, dass dieses Gerät eben über 1000 Euro kostet, was nicht wenig Geld ist und dass andere Modelle aus dem Frühjahr schon deutlich günstiger erhältlich sind und dass ja jetzt auch noch viele Flaggschiffe im Herbst kommen, die dann in gewissen Kategorien vermutlich noch besser sind. Aus diesem Grund ist mein persönliches Fazit, wenn ihr keinen S Pen braucht. Das S10 Plus ist mittlerweile deutlich günstiger und ich persönlich habe keinen Unterschied festgestellt, der rechtfertigt, warum man jetzt zum Note greifen würde. Ich finde, es ist das etwas bessere Modell und auch mit Hinblick natürlich, der Prozessor wurde überarbeitet und die Kamera ist vielleicht noch mal ein bisschen besser und so weiter. Das ist jetzt aber auch kein großer Unterschied, wo ich sagen würde, diesen Aufpreis würde ich jetzt persönlich bezahlen, sondern dann würde ich ehrlich gesagt, wenn man keinen S Pen benötigt, zum Samsung Galaxy S10 Plus greifen. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass Samsung in den nächsten Jahren mal wieder ein bisschen einen Deckel drauflegt. Das soll jetzt nicht heißen, dass man schlechte Smartphones kauft. Im Gegenteil, wer Note-Modelle mag, der wird das Note 10 Plus lieben. Es ist ein großartiges Gerät, großartiges Display, alles ist gut. Und ich persönlich habe auch keinen Kritikpunkt festgestellt. Also die Kamera ist jetzt kein Kritikpunkt, nicht falsch verstehen. Ich persönlich hätte einfach nur ein kleines bisschen mehr in dieser Preisklasse Ende 2019 mit Blick auf die Konkurrenz erwartet. Ich hoffe aber, dass wir nächstes Jahr dann vielleicht auch mal wieder ein oder zwei Features sehen, wo man dann sagt, okay, da hebt sich Samsung dann auch wieder komplett ab. Das bietet kein anderer. Zum Beispiel hätte man das Note 10 jetzt mit einem 120 Hertz Display ausgeliefert und dieses Display nicht an Asus verkauft, dann wäre das so ein Feature gewesen, wo ich gesagt hätte, das bekommt ihr höchstwahrscheinlich bei keinem anderen Hersteller auf dem Markt. Das ist exklusiv bei Samsung und das müsst ihr. Ihr müsst euch dieses Modell kaufen. Das ist nicht vorhanden. Es ist ein gutes Modell, leider ein bisschen zu teuer für meinen Geschmack. Ich würde jederzeit zum S10 Plus greifen und nur zum Note greifen, wenn ich wirklich den S Pen gerne benutze oder auch im Alltag benötigen würde. Das war's mit meinem Fazit zum Samsung Galaxy Note 10 Plus. Falls ihr das Video nach Sonntag oder Montag seht, dann ist auch ein Vergleich mit dem Huawei P30 Pro auf diesem Kanal online. Schaut also auch gerne nochmal vorbei und bleibt natürlich auch gerne am Ball, denn wir werden in den nächsten Wochen dann auch über die anderen Flaggschiffe sprechen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.